willkommen zur letzten Folge unserer Führung durch die Ausstellung uns Schoberfauer. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Traditionen der Schoberfauer. Die Fauer ist natürlich selbst eine jahrhundertelange Tradition, aber mit ihr sind auch noch verschiedene andere Traditionen verknüpft. Die älteste Tradition, die wir kennen, ist der Hemmelsmarsch. Zur Eröffnung der Schoberfauer, aber auch am Kirmessonntag, am Fauersonntag, werden Hemmel durch die Stadt getrieben, begleitet von Musikanten in Schäfergewändern und roten Halstüchern. Diese Tradition geht schon zurück auf die St. Sebastianus-Bruderschaft, die auf der Schoberfauer regelmäßig ein Preisschießen veranstaltet hat und zu gewinnen gab es einen Hammel. So kommt diese Tradition, die sich bis heute gehalten hat, zustande. Jüngere Traditionen beleben immer wieder die Schoberfauer aufs Neue. Und in jüngster Zeit kennen wir zum Beispiel den Weinköniginnentag, den Familientag oder auch den Bürgermeistertag, von dem wir hier hinten eine Schürze sehen, die die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lidi Polfer, 2018 bei der Schoberfauer getragen hat. An diesem Tag servieren die Bürgermeister der luxemburgischen Gemeinden in den verschiedenen Restaurants auf der Fauer den Gästen das Essen. Diese Traditionen, die immer wieder neu entstehen und dann im Laufe der Jahre andauern, fügen der Fauer immer wieder einen neuen Aspekt hinzu und halten das Ganze lebendig. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Schoberfauer auch als identitätsstiftendes Element für die luxemburgische Nation herangezogen. Das ist ganz verständlich, denn nach den schlimmen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs suchte die Nation einen positiven Anker in ihrer Geschichte. Und dazu eignete sich die Schoberfauer ganz besonders gut. Wir sehen das sehr schön hier an diesem Titelblatt der Zeitschrift Revue, das schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs herausgegeben wurde. Und da haben wir alle Elemente der Schoberfauer abgebildet. Wir sehen den Artisten, wir sehen das Karussell und wir sehen die Nationalfarben in Rot-Weiß-Blau. Also diese Verbindung zwischen Schoberfauer und Nation ist hier ganz visuell aussagekräftig abgebildet. Ein zweites interessantes Ereignis ist die 1000-Jahr-Feier der Stadt Luxemburg 1963. Anlässlich dieser Feier wurden auf dem Glassy-Feld Tauben in die Luft gelassen, um dieser 1000 Jahre zu gedenken. Und natürlich fand dieses Ereignis während der Schoberfauer statt. Also bei wichtigen Ereignissen der Stadt wie auch des ganzen Landes wurde immer wieder auf die Schoberfauer Bezug genommen. Die Verbindung zwischen der Schoberfauer und dem Nationalgefühl kann man auch sehr schön an der Figur von Johann dem Blinden, dem Gründer der Schoberfauer, erkennen. Wir sehen hier sein Siegel, das abgebildet ist auf diesem Plakat und das wir auch auf der Gründungsurkunde der Schoberfauer so wiederfinden. Mit dem Entstehen des luxemburgischen Nationalgefühls wird auch Johann der Blinde zu einer Art Nationalheld stilisiert. Seine Gebeine sind durch viele Irrungen und Wirrungen im Zuge der Französischen Revolution ins Ausland gelangt. Zuletzt waren sie in Deutschland an der Saar aufbewahrt. Sie konnten dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Luxemburg zurückkommen. Und die Überführung der Gebeine von Johann dem Blinden fand 1963 natürlich während der Schoberfauer statt. Und auch hier haben wir dann wieder diese enge Verbindung zwischen Nationalgefühl, der Rückbesinnung auf eine große Gründerfigur der luxemburgischen Geschichte und der Schoberfauer. Eine der jüngeren Traditionen in Bezug auf die Schoberfauer ist die Bruderschaft vom goldenen Fisch, die Confrérie du Poisson d'Or. Das ist eine Vereinigung von Verantwortlichen aus der städtischen Verwaltung und auch von Schaustellern, die sich Mitte der 60er Jahre zusammengefunden haben, um nach der getanen Organisation der Fauer sich bei einem gemeinsamen Abendessen sich eigentlich zu feiern, dass man alles fertiggebracht hat und alles bereit ist zur Eröffnung. Aus diesem Freundeskreis entstand dann später die Confrérie du Poisson d'Or.
die sich jedes Jahr trifft und am Vorabend der Eröffnung der Schoberfauer in der Friteur Josselet, in dem Traditionsrestaurant, den ersten Fauerfisch des Jahres isst. Der Zweck dieser Vereinigung ist es, soziale Werke zu tun und die Einnahmen, die man sammelt, dann ja, eben für gute Zwecke bereitzustellen. Wir wissen alle, dass das Oktoberfest schon in viele Ecken der Welt exportiert wurde. Aber wussten Sie, dass es die Schoberfauer auch auf einem anderen Kontinent gibt? Bis heute wird in den USA jedes Jahr die Schobermesse, die Schobermesse gefeiert. Das kommt daher, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ungefähr 50.000 Luxemburger in die USA ausgewandert sind und natürlich auch ihre Sitten und Gebräuche mitgebracht haben. Unter anderem auch die Schoberfauer. Man erkennt daran schon, wie wichtig dieses Ereignis auch für die Luxemburger im Ausland war. 1904 fand zum ersten Mal in der Nähe von Chicago in Rogers Park die Schobermesse statt. Und mit einigen Unterbrechungen gibt es sie immer noch heute. Sehr schön ist hier ein Bierkrug zu sehen aus dem Jahr 2011, den der damalige Bürgermeister der Stadt Luxemburg, Paul Helminger, erhalten hat, als er die amerikanische Schobermesse eröffnet hat. Und interessant ist es in der Hinsicht auch, dass Paul Helminger wohl der einzige Bürgermeister ist, der im Lauf von 24 Stunden auf zwei Kontinenten zweimal die Schoberfauer eröffnet hat. Hier sind wir jetzt schon am Ende unseres Rundgangs durch die Schoberfauer angekommen. Am Schluss möchte ich nochmal auf diese wunderschöne Sammlung von Spielzeugmodellen aufmerksam machen, mit der wir uns von Ihnen verabschieden. Die Sammlung stammt aus dem Besitz eines luxemburgischen Sammlers, Prosper Kaiser, der sie uns freundlicherweise für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Man kann sehr schön anhand dieser Modelle die Entwicklung der Rummelplätze nochmal nachvollziehen, aber auch die Bedeutung, die diese Rummelplätze für die Kinder, für die kleinen und großen Liebhaber der Kirmessen und Volksfeste haben. Mit diesen Worten und mit diesen Eindrücken möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.